Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ark, meine lieben Freunde. Und dem letzten Part wahrscheinlich von Aberration. Denn wir werden heute den Endboss besiegen, Rockwell auf der Alpha-Stufe. Dafür müssen wir aber noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen. Unter anderem muss ich jetzt einmal auf den The Island-Server rüber, denn wir werden uns dort ein paar Sachen noch herstellen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde auf jeden Fall die Ressourcen von den anderen Servern mit benutzen, weil das bringt nichts, wenn das Zeug dort in den Schränken rumfliegt und nie benutzt wird, ne? Das heißt also, wir gehen jetzt erstmal rüber und werden uns auf The Island ein paar Dinge anfertigen, um den Kampf gegen Rockwell noch einfacher zu machen. Da sind wir auch schon. Okay, wir haben jetzt hier bei diesen Suppen jetzt nichts wirklich Interessantes. Also, was wir zuerst einmal machen müssen auf jeden Fall ist, ich will mir ein komplettes Rüstungsset nochmal machen. Das Einzige, was mir hier gerade fehlt, sind Handschuhe. Da muss ich mal gucken, ob ich hier oben ein Rezept habe dafür. 399. Okay, dann nehmen wir das mal. Anscheinend habe ich hier nämlich keins für überragende Handschuhe, aber das ist auch egal. Ich hoffe, dass ich genügend Stuff hier in der Basis für alles habe. Okay, für die Pistole auf jeden Fall. Wir brauchen noch für die Pistole Munition. Da müssen wir jetzt auch mal schauen, ganz kurz. Moment. Munition. Ich glaube, für die Pistole nehmen wir die hier, ne? Das heißt, wir brauchen nur Metallbarren und Schießpulver. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch Schießpulver. Testen wir einfach mal. Ich sag jetzt mal, 200 Schuss will ich haben. Ja, haben wir anscheinend. Okay. Die nehmen wir. Damit schießen wir einfach die Dings ab. Die Kugeln, wenn die auf mich geflogen kommen. Von Rockwell. Die sind mit einem Schuss also direkt kaputt. Die sind immer One-Shot. Da muss ich mir dann keine Sorgen drum machen mehr. Dann sind wir nämlich auch gleich schon ready. Wir können gleich schon direkt loslegen mit dem Bossfight. Das wird jetzt relativ zügig gehen. Das Einzige, was wir gleich noch holen müssen, ist das Nameless-Gift. Da muss ich mit einem der Spinnos mal los. Da müssen wir ein bisschen Nameless Gift farmen. Weil wir brauchen 20. Dann reisen wir mal rüber. Genau, da habe ich den. Da packe ich jetzt mal so lange dann, genau, den Stuff rein. Also die zweite Rüstung haben wir jetzt hier drinne. Die Pistol plus die Munition packen wir hier rein. Das kann ich rausnehmen. Genauso auch das. Das kann da rein. Also eigentlich müsste ich Rockwell easy mit denen gelegt kriegen. Weil man muss jetzt bedenken, der macht schon jetzt 2800 Damage mit einem Hit. Und er hat noch keinen Mate Boost dabei. Der Mate Boost, der wird ja nochmal sehr viel ausmachen. Was ist denn hier mit den Nameless? Kommen die hier? Ah, jetzt kommen noch welche hier mal. Irgendwie könnt ihr kaum was. Jetzt reicht's mir eigentlich auf die blaue Ebene. Dauert mir zu lange. Kommen hier noch welche? Gift brauchen wir. Ich würde aber ganz gerne so ein bisschen mehr davon holen. Oh, wir haben nochmal 3 gekriegt. Sehr schön. Habt ihr früher viel schlimmer in Erinnerung? Früher sind die in richtigen großen Mengen gekommen. Ah, 21, okay. Ich glaube auch, dass das reicht. Ein einziges mehr passt schon. Ach, guck mal, da kommt noch einer angehüpft. Den machen wir noch platt. Vielleicht gibt er ja noch mal ein bisschen was. Ja, nochmal let's go zurück. Ich glaube, den sollte ich mal eben schnell noch einmal voll heilen. 5000 Leben. Das ist schon einiges. Das macht viel aus im Fight. Wenn er mir nachher nur 100 Damage macht, dann sind das 50 Treffer. Ich packe ihm jetzt erstmal das Gift rein, damit das dann länger haltbar ist. Davon welche? Ich weiß gar nicht, wie viele. Hiervon brauchen wir jeweils 1. Dann die 3 Artefakte. Dann brauche ich Federn, Schuppen und das. Ich weiß gar nicht, wie viel von was. Ne? Ich nehme das jetzt einfach mit. Okay, ich glaube, ich habe soweit jetzt auch alles. Alles, was ich für den Bossfight benötige. Ich weiß aber ehrlich nicht, ob ich das hinbekomme, dass sie alle mitgehen. Ey, holy shit. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, so vom Ding her. Dann hoffen wir, dass das passt. Hat aber gezählt.
Denn die Kugeln machen ja an der Rüstung gar keinen Damage wirklich, ne? Okay, doch, ich muss aufpassen, diese Kugeln sind doch ganz schön übel vom Damage her. Das Nervige ist, du kommst manchmal nicht weg. Na, komm, lad nach. Ist das normal, dass sie dem so wenig Damage nur machen können? Hat der irgendwie so Phasen, wo der dann, sobald dem Damage gemacht wurde, abhaut? Okay, es sind noch zwei Tentakel, ne? Ja. Junge, wie schnell steht der denn auf? Boah, Junge, 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 ey. Ach, scheiße. Digga. Wie lange setzt der denn diese Fähigkeit ein? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist mein Bulldog kaputt. Ich stand jetzt gerade einmal in diesen blöden Blitzen. Das kann's knicken. Durch den Bulldog, den ich jetzt nicht mehr habe, werde ich das nicht mehr schaffen. Der geht so schnell runter. Die können fast nichts machen. Das ist so übel. Laut Chat ist das so gewollt vom Spiel. Naja, der hat ja jetzt auch nicht mehr so viel Leben, ne? Ich weiß halt nicht, wie lange meine Spinos durchhalten. Aber würde es in der Theorie nicht ausreichen, wenn ich ein Rüstungsteil mit sau viel Rüstung anziehe und immer nur eins nach und nach aufbrauchen lasse? Oh mein Gott. Komm schon. Ich darf mich hier nicht reinkicken. Ich glaube, das ist nur noch eine Phase, dann ist der down. Ach Mann, ey. Gott. Ja. Oh. Junge. Also der war auf jeden Fall von der Organisation her anstrengender als der Rock Drake, wenn man den mit Dinos macht. Holy shit. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Aberration wurde abgeschlossen, erfolgreich. Wir haben den Boss besiegt. Ich habe jetzt auch hier dieses Ding. Ich kann auch mal ganz kurz hier, zack. Hier, den neuen, ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Das Implantat, das neue haben wir. Und ich glaube, ich kann jetzt 15 Level weiter aufleveln. Das heißt also, für mich geht es jetzt bis Level 145. Ja, hier haben wir auch den Aberration-Boss drinne, Rockrail ist drinne, 15 zusätzliche Level. Das heißt also, wir werden in Extinction, das wird das DLC sein, wo wir als nächstes hingehen, weiter aufleveln können. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr das Video geil fandet, lasst gerne Bewertungen, Kommentar da. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und den Start von Extinction nicht verpassen wollt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss zusammen!